Das Regio TV Plus ist jetzt dann im Bobnigo Schloss und hier hat Château de Métiers eingeladen zu einem grossen Referat. Bei mir ist Daniela. Daniela, sag mal schnell selber, was ist der Titel, um was geht es heute ganz genau? Grundsätzlich geht es um den demografischen Wandel und den Arbeitsmarkt für das Potenzial 50+. Jetzt kannst du gerade mal ein bisschen rein. Ich weiss, den Vortrag machst du ja nachher erst. Tu mal ein paar Beispiele rauspflücken. Wo kann man sich das bildlich, wie kann man sich das vorstellen? Ja, grundsätzlich sind alle Organisationen schlussendlich gefordert, sich dem zu stellen, der neuen demografischen Verteilung. Das heisst, dass wir sehr viel mehr ältere Leute werden haben im Arbeitsmarkt. Und wenn man das inländische Fachkräftepotenzial, das sind alles so komplizierte Wörter, wenn man das will stärken, dann muss man sich auseinandersetzen mit neuen Arbeitsmodellen, mit der Situation, was ist denn genau hinter dem Potenzial oder was können die 50+, die können nämlich noch ganz viel und sind nicht einfach nur zum aufs Abstellgleis stellen, also es ist noch wichtig, dass man sich des Potenzials bewusst ist. Wieso wird man jetzt denn als wie scharfsinniger auf das Thema? Ich meine, Junge sind ja immer nachgekommen. Dort hat man auch immer schauen, wie kriegt man einen Jungen in einen Job rein, in eine gute berufliche Absicherung rein. Hat sich das verändert in den letzten Jahren, dass einfach schlicht mehr ältere Menschen auf der Straße stehen, ohne Job? Also Junge sind und bleiben unsere Goldnuggets. Aber auch die Älteren sind Oldies, but Goldies, wenn man so will. Oder? Es ist so, dass seit 2019 die Schere aufgeht und wir sehen, dass sehr viele Leute den Arbeitsmarkt verlassen und viel weniger in den Arbeitsmarkt eintreten. Und das heisst, man muss mit dieser Situation ein bisschen anders umgehen. Es wird nicht ein pensioniert und der Nachfolger ist 30, vielleicht ist der Nachfolger 58. Und für den Arbeitgeber bedeutet das einfach ein bisschen ein Umdenken, ein anderes Mindset zu haben. Aber auch für die Arbeitnehmer, weil die Stigmatisierung, ich bin jetzt schon 50 oder ich bin schon über 50, ich finde keine Stelle. Ich finde, das sollte nicht so sein. Doch, hänge ich jetzt sehr gerne ein. Also ich bin jetzt genau in diesem Gebiet drin, oder? Wird hier 56, müsste einen neuen Job haben. Ich bin eigentlich überzeugt, dass das, was ich im Leben mitgenommen habe, mich eigentlich ein Stück weit auch dazu befähigt, um eben auch in diesem Alter noch einen guten Job machen zu können. Zählt Erfahrung heute genug, wenn man einen Job suchen geht? Oder ist es wirklich immer nur eine Geldfrage, die Jungen kosten weniger? Ja, dann produzieren sie irgendeinen komischen Fehler, den vielleicht jemand mit Erfahrung nicht gemacht hat. Es zählt. Und alle Arbeitgeber sagen mir, es kommt auf Persönlichkeit an und nicht aufs Alter. Aber es kommt auf Persönlichkeit an von der Person, die das Alter hat. Man darf sich nicht selber stigmatisieren, sondern man muss sich wirklich als Persönlichkeit auch zeigen können. Und Arbeitgeber sind offen. Sie sind offen dafür, auch ältere Leute anzuschauen. Also musst du keine Angst haben. Und sonst würde das KIGA helfen. Genau, dort wollte ich jetzt noch anwählen. Wie hole ich mir Hilfe? Gehe ich direkt zu dir? Wie sind die Anlaufstellen aufgebaut? Vor allem ist ja auch immer ein bisschen, man kommt ja dann nicht so gern aus dem Haus raus, wenn man schon daheim hockt und vielleicht eins aufs Dach gekriegt hat. Man sinkt auch ein bisschen ab und braucht eine Motivation. Also die Arbeitslosenversicherung, oder wir haben ein grosses Angebot für Leute über 50, für Leute, die arbeitslos werden. Und wir versuchen, die Leute abzudaten. Wir holen sie ab in jeglicher Hinsicht. Wir geben ihnen einfach auch das, was sie vielleicht brauchen, wenn sie es verpasst haben in den letzten 20 Jahren, selber etwas zu machen und selber sich weiterzuentwickeln. Schlussendlich ist das ein bisschen mein Aufruf, dass jeder auch selber schaut. Dass jeder auch nicht vergisst, dass er jedes Jahr etwas machen muss, dass man aktuell bleiben muss, dass man etwas lernen muss. Aber es gibt ganz, ganz viele Programme, die echt gut sind. Dann noch eine letzte Frage. Ist es aber nicht so, dass wenn ich dann zu dir komme, dass ich zuallererst lehre, wie man Lebensläufe schreibt? Weil von so einem Lebenslauf, du hast jetzt selber gesagt, so viel zählt er im Grunde genommen nicht. Es ist dann gleich die Erfahrung, oder? Es ist nicht nur die Erfahrung, weil du kannst in deinem Alter viel mehr als Erfahrung haben. Du hast eine gewachsene Sozialkompetenz, du bist vielleicht auch sorgfältiger im Umgang mit Maschinen. Aber wenn du einen Lebenslauf schreiben musst und wieder einmal dir überlegen musst, was Sache ist, machst du auch eine kleine Standortbestimmung und vielleicht wird dir dann auch klar, was du alles kannst und wie du das überbringen kannst. Und darum glaube ich, keine Angst, Daniel, du findest eine Stelle. Und
Wenn das nicht klar war, dann holt euch Hilfe. Ihr seht alles eingeblendet. Das GIGA ist für euch da und die Programme werden im Moment wirklich auch gepusht. Wenn man sieht, dass ich glaube, es ist schon ist eine Tatsache, oder? Wir sind jetzt ein bisschen in der Mehrheit. Im älteren jetzt Segment. Ein bisschen mehr, jawohl. Das Problem ist nicht, dass ältere Leute mehr arbeitslos werden, aber sie bleiben eben länger arbeitslos. Und das hat verschiedene Faktoren. Da kann man nicht einfach sagen, es ist wegen dem Alter. Sicher nicht. Wunderbar. So, und jetzt habe ich am Anfang gesagt, wir sind eingeladen worden von Château des Métiers. Was ist Château des Métiers überhaupt? Bei mir ist der Patrick. Patrick, erzähl mal, was macht ihr genau? Château des Métiers ist ein Unternehmernetzwerk hier aus der Region Basel. Wir sind Unternehmer oder Geschäftsleitungsmitglieder von verschiedenen Unternehmen aus verschiedener Größe. Wir treffen uns regelmäßig zu Meetings, meistens über Mittag, alle Quartal einmal zu oben, wo wir dann auch noch einen Vortrag haben wie heute. Und die Idee ist eigentlich, dass wir das Vertrauen aufbauen, dass wir die Beziehung pflegen, dass wir miteinander Geschäfte machen können. Jetzt muss man noch sagen, warum sind wir wieder, ich glaube, das ist ein bisschen dein Stiefkind, warum sind wir wieder 50-plus-Demografie? Es gipfelt wieder auf diesem Thema, dein Herzensangelegenheit. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen mein Thema geworden in letzter Zeit, das ist ja so. Und es ist natürlich so, dass die Entwicklung von der Demografie in der Schweiz, nicht nur in unserer Region, sondern in der ganzen Schweiz, hochbrisant ist und uns, wenn wir das politisch nicht sehr gleich anpacken, wird in Schwierigkeiten bringen. Eben aufgrund von der Überalterung und der Tatsache, dass wir zu wenig Junge haben, die irgendwann einmal in PK werden einzahlen, werden wir hier müssen neue Modelle finden. Und heute haben wir mit der Daniela Visintin jemanden bei uns vom GIGA Basel-Land, der uns hier natürlich über das Thema sehr viel erzählen kann und uns sensibilisieren darauf, dass wir eben auch die Leute, die Stellensuchenden 50 plus mit anderen Augen sehen und den Wert noch mehr erkennen.